So. Einen Wing. Ja. Den kann man nicht holen, um jemandem hier eine Intimrasur zu geben. Nein. Na, 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 na. In die Schleuse. Not. Wie sieht der Plan aus? Oh, der Plan ist bereits vollständig umgesetzt. Wir sind zumindest theoretisch im Besitz der Zielperson. Bravo! Und wie gedachtet ihr, aus der Nummer wieder rauszukommen? Für diesen Punkt entwickelt Donner gerade einen neuen Plan. Okay. Gegen diese Vorgehensweise ist eigentlich nichts einzuwenden. Dann fragen wir mal hey, Donner. Hey, Donner! Donner muss nachdenken. Wozu? Bislang hat sie es auch ohne geschafft. Wie war das? Mich verlangt es nach einem Melonensaft. Ja, mich auch. Aber wir werden wohl vorerst hier drin bleiben. Auch wenn das heißt, dass wir verdursten müssen. Wieso, da hinten ist doch ein was... Egal. Sie sieht nicht so aus, als hätte sie einen Plan. Es sollte nicht allzu schwierig werden, sie zu überlisten. Ja. Stahl in den Muskeln, Pudding im Hirn. Eine brisante Mischung. Aber auch nicht gefährlicher als der Rufus-Spezialcocktail. Nitro in der Planung und Glycerin in der Umsetzung. Stahl in den Muskeln, Pudding im Hirn. Aber auch Nitro in der Planung und Glycerin in der Umsetzung. Wie sieht der Plan? Wir sind Entschuldige. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. So. Moment, wenn ich hier speichere. Ja, ich weiß, ich habe einen Speicherfetisch. So, hier. Hey, wo willst du hin? Ich wollte mich ein wenig im Asbestlager umsehen. Warst du nicht vorhin schon die ganze Zeit über da drin? Ach ja. Mist. No? Hey. Mist. Dann gehe ich gleich rein. So, hier. Komm ihr nicht so nah. Donner muss nachdenken. Dann wart mal. Hier. Donner. Zack. Mist. Es funktioniert nicht. Das muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet. Oh. Zack. So, jetzt. Hey, was tust du da? Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Nein, stört kaum. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja, zumindest haben wir eine Sorge das weniger. War Krawall. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Okay. Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und... Temporal-Dingsis und so. Es ist kompliziert. Mhm. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoals Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein. Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Mann, das wird sowas von episch. Gut. Schade. Der alte Körper stand ihr zwar ein wenig besser, aber im Grunde kann sie alles tragen und sieht trotzdem noch spitze aus. Wieder ein Punkt, in dem wir uns ähneln. Ja, voll. Und? Was ist jetzt mit deinem grandiosen Plan? Ich arbeite dran. Gut, schade, ich wollte jetzt Wasserdingsen, Brecheisen und Waffe. Okay. Hey, endlich habe ich auch eine Knarre. Und wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. So, jetzt möchte ich aber zurückgehen. Und,
Was ist denn hier los? Du schon wieder? Ja, wer sonst? Weißt du zufällig, ob das unsere Zukunft ist? Unsere Zukunft? Rufus, so leid mir das auch tut. Aber für uns gibt es keine Zukunft. Ach ja? Dann pass mal auf. Ich werde schon dafür sorgen. Keine Zukunft. Das war irgendwie beängstigend. Ich hoffe, da kommt noch eine Pointe nach. Störungen schafft freigeschaltet Pre-Paradox. Okay. Hat sich hier noch was? Nein. Schade. Hey, aufmachen! Ich bin's, Rufus! Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Ja, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja, die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Das wird Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. So ist es. Einfach rauslaufen? Wahrscheinlich habe ich die Portale selbst erzeugt. Ich brauche eine Art Verbindung, wie den toten Fisch vorhin. Ja, oder die Brechstange. Die Rebellen greifen an, sobald es zur vollen Stunde schlägt. Noch habe ich also etwas Zeit, aber nicht mehr viel. Ich habe mir nichts mehr zu sagen, vorläufig. Ja, schön. Dann leg mal die Brechstange hier ein. So. Na, zack. Dann wollen wir doch mal. Ja. Cool. Und jetzt? Na endlich! Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch! Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Alles diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Rufus. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Zwiebelzubel. Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel. Das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät.
Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na gut. Dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Dir schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Alles klar. Was für ein Held. Aus mir wird ja noch was. Für ein Trottel. Für wen hält er sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Es kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und ja. Darin bin ich unschlagbar. So ist es. Geduld. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Und ihr? Naja, stellen wir die Uhr doch um. So, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Aua. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Zeit für deinen Auftritt, Galef. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnst immer du beim Schnick-Schnack-Schnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Zits holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus? Was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. Oder so. Rufus? Ja. Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Aber Goal, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Na, was soll's. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Okay. Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist was? Kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen, in Liebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung... Yeah! Disco! Oh yeah! Yeah! Nee, nicht ausmachen! Ach, du dicker Vater! Das hieße ja... Uwusch! Was hast du mit Galef gemacht? Und mit Liebold? Nicht? Der Arme ist ganz verstört! Eine Verwechslung! Ich... Hey! Goal, was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Was für eine Änderung? Ja, es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos, aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Aber wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Heldenbaby. Aber... Moment. Oh Mann.
Aber Cletus ist ein Schnösel. Aber Cletus ist ein Schnösel! Cletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin 1000-mal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Cletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Aber was ist mit deiner Operation? Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus.